So, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Webinar der Asklepios Klinik Altona, heute mit einem gefäßchirurgischen Thema. Ich vertrete heute meinen Chef, Herrn Professor Larena, der heute leider verhindert ist. Und mein Name ist Janine Sonnemann, ich bin Oberärztin hier in der Klinik für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie. Dann können wir mit der Präsentation schon beginnen. Vielleicht kann ich vorab noch sagen, wenn Sie sehr dringende Fragen haben, die Sie im Verlauf gerne stellen möchten, dann tun Sie das ruhig. Ich versuche hier, das im Chat dann nachzuvollziehen. Ansonsten würde ich sagen, dass wir das Gros der Fragen ganz am Ende vielleicht besprechen. Gut, also das Thema ist Aussackung der Hauptschlagader, tickende Zeitbomben, Fragezeichen. Kleiner historischer Exkurs zunächst mal. Die Frage ist, was haben diese Persönlichkeiten gemeinsam gehabt? Sie sind alle an einer geplatzten Bauchschlagader verstorben. Links Albert Einstein, erkennen Sie sicherlich, 55 ist er gestorben. Ganz rechts Thomas Mann, auch im gleichen Jahr verstorben, am gleichen Krankheitsbild. Und in der Mitte Charles de Gaulle, 1970, auch an einer geplatzten Bauchschlagader verstorben. Damals sicherlich noch mit deutlich schlechteren Möglichkeiten der Versorgung. Kurz mal zur Orientierung. Die Hauptschlagader ist hier mal in Rot dargestellt. Und zwar entspringt sie ja im Herzen. Moment, die Maus, Verzeihung. Sie sehen hier das Herz und die Bauchschlagader, Entschuldigung, die Brustschlagader ist sie hier ja, entspringt aus dem Herzen in einem sogenannten aufsteigenden Ast, verläuft dann bogenförmig. Hier oben kann man das sehen. Und gibt in diesem Bogen eben auch Schlagadern ab für die Armversorgung und natürlich ganz wichtig für die Kopfversorgung. Und nach diesem bogigen Verlauf geht sie dann wieder abwärts, die Brustschlagader, um dann hier ist das Zwerchfell, das ist ja die Grenze zwischen Brust und Bauchraum, um dann hier im absteigenden Teil in die Bauchschlagader überzugehen. Das ist dieser Teil. Vielleicht merken Sie sich schon mal vorab, diese beiden Schlagadern, rechts und links, die zu den Nieren führen, die haben auch später noch eine gewisse Bedeutung. Da gehen wir nachher noch drauf ein. Dann geht die Bauchschlagader weiter und dann teilt sie sich auf in die beiden Beckenschlagadern, die dann wiederum zu beiden Beinschlagadern werden. Das ist im Prinzip das Organ, um das es heute geht. Hier sind nochmal die lateinischen Namen, muss man sich nicht merken. Jetzt ist die Frage, wie ist ein Aneurysma, also eine Hauptschlagader-Aussackung, definiert? Dazu muss man kurz mal wissen, wie so eine Schlagader aufgebaut ist. Sie haben hier mal ein Blutgefäß, eine Arterie im Längsschnitt dargestellt. Und Sie können sich das wie so einen muskulären Schlauch vorstellen, der aus drei Schichten besteht. Außen so eine Art Bindegewebsschicht. In der Mitte die sogenannte Media, das ist mehr so eine muskuläre Schicht, die dem Gefäß auch eine gewisse Elastizität verleiht. Und ganz innen, dort wo das Blut durchfließt, ist so eine ganz dünne, sieht man hier jetzt nicht, zarte Gefäßinnenauskleidung, so eine ganz zarte Haut. Ein Aneurysma ist jetzt eine Ausweitung eines Blutgefäßes. Und wenn wir uns mal auf diese beiden Bilder fokussieren, dann ist ein Aneurysma eine Ausweitung aller Wandschichten, also aller drei genannten Schichten, die ich eben erwähnt habe. Das heißt, das Blutgefäß ist in allen Wandschichten ausgesackt, ausgebeult, balloniert, wie auch immer Sie es nennen wollen. Das ist ein echtes Aneurysma. Alle Wandschichten sind betroffen. Es gibt noch andere Erkrankungen, auf die möchte ich aber jetzt gar nicht eingehen. Und ich glaube, die verwirren auch nur. Ich überschlage das mal. Hier haben Sie mal den Part der Bauchschlagader dargestellt. Ich hoffe, dass Sie das auch wiedererkennen können. Wir sind jetzt hier im Bauchraum. Dieser Ausschnitt ist hier jetzt mal vergrößert dargestellt. Und wenn Sie es wiedererkennen, man sieht wieder die beiden Nierenschlagadern, die rechts und links entspringen. Darunter ist es weiterhin die Bauchschlagader und die Aufzweigung in beide Beckenschlagadern. So in diesem Auf diesem Bild ist mal gezeigt, so sollte es eigentlich normalerweise aussehen, auch von den Durchmessern her. Hier ist jetzt mal dargestellt, wie es aussieht bei jemandem, der eine
ganz erhebliche Erweiterung hat. Das bezieht sich hier auf den Bauchschlagaderanteil und zwar in diesem Fall unterhalb dem Abgang der Nierenschlagadern. Ein Bauchaortenaneurysma ist definiert, wenn die Bauchschlagader im Querdurchmesser mehr als 3 cm beträgt. Hier ist nochmal dargestellt, wie das auch aussehen kann. Es gibt ja verschiedene denkbare Konfigurationen. Hier zum Beispiel eine Aussackung oberhalb der Nierenschlagadern. Ich gehe immer wieder auf die ein, weil die wirklich wichtig sind. Das werden Sie im Verlauf noch merken. Oder auch noch mehr hier diese bauchige Aussackung unterhalb. Hier in diesem Fall reicht die Aussackung sogar fast bis an die Beckenschlagadern heran. Gleiches gibt es natürlich auch in der Brustschlagader. Hier erkennen Sie vielleicht noch den vorhin erwähnten Aortenbogen. Den hatte ich vorhin mal gezeigt. Und in dem absteigenden Teil der Brustschlagader ist in diesem Fall jetzt mal hier ein Aneurysma. Das ist mehr so eine spindelförmige Erweiterung in diesem Fall. Aber da gibt es ganz unterschiedliche Formen natürlich. Das Hauptrisiko, wie Sie sich vielleicht denken können, besteht darin, dass so eine ausgesackte oder ausgeleierte Schlagader, Hauptschlagader platzen kann. Weil ja mit jedem Blutschlag und jedem Pulsschlag das Blut gegen diese, ich sag mal, ausgeleierte Wand donnert. Das heißt, bei Leuten, die auch einen hohen Blutdruck haben, ist das natürlich noch viel erheblicher. Und das Risiko, dass eine erweiterte Bauchschlagader wirklich platzt, ist komplett korreliert mit dem Durchmesser. Sprich, je größer der Durchmesser ist, desto häufiger ist auch die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Platzen kommt. Sie haben das hier mal aufgeführt, und zwar ist hier aufgeführt das Rupturrisiko. Ruptur heißt Platzen. Das Rupturrisiko in Prozent pro Jahr. Nehmen wir mal ein Beispiel. Jemand hat ein Bauchaortenaneurysma von zwischen 4 und 5 cm Querdurchmesser. Dann beträgt das statistische Risiko innerhalb eines Jahres, dass es platzt, 5%. 5 bis 6 cm sind wir schon bei einer statistischen Rate des Platzens von 15%. Und so geht das hier jetzt rasant nach oben. Das heißt, bei einem sehr großen Aneurysma von über 8 cm haben Sie schon ein Risiko innerhalb eines Jahres, dass es zu einem Platzen kommt, von 50%. Das heißt, der Durchmesser scheint eine entscheidende Rolle zu spielen. Die Sterblichkeit, wenn so ein Aneurysma platzt, liegt bei, und das ist noch ist die Mindestangabe, bei mindestens 80%. Das ist auch der Grund, warum man es nach Möglichkeit früh erkennen und entsprechend kontrollieren oder bei Bedarf therapieren sollte. Kurz mal ein paar Daten zur Häufigkeit. Wie häufig ist das überhaupt? 1,3 bis 1,7% der Männer sind betroffen. Frauen deutlich seltener. Also Männer sind etwa 5 bis 6 Mal häufiger betroffen. Risikofaktoren, wie eben schon erwähnt, ist im Prinzip das männliche Geschlecht. Das ist so. Altersgruppe über 70 hauptsächlich, mit Ausnahmen natürlich. Rauchen ist auch ein Risikofaktor. 2,5 Mal häufiger bei Rauchern als bei Nichtrauchern. Und die allgemeine Gefäßverkalkung ist auch ein Risikofaktor. Und zudem gibt es noch eine Vererbungskomponente. Klinische Beschwerden, in der Regel keine. Das macht das Ganze auch so tückisch. Denn wenn man es nicht weiß und keine Beschwerden hat, kann man natürlich auch wenig tun. Man kann aber auch bei sehr großen Aneurysmen eine richtige tastbare Raumforderung haben. Hier steht Tumor. Tumor ist neutral gemeint als Schwellung. Auf dem Bild hier ist mal dargestellt, ein Patient im OP schon liegend. Hier oben würde der Kopf sein. Das ist der Bauchbereich und das wäre das rechte oder ist das linke Bein. Und bei diesem Patienten, der hat ein sehr großes Aneurysma, sehen Sie richtig diese Vorwölbung. Das ist aber schon wirklich sehr ausgeprägt. Man kann so ein unspezifisches Völlegefühl haben, aber die meisten Patienten mit nicht ganz so großen Aneurysmen spüren es nicht. Von einem sogenannten symptomatischen Aneurysma spricht man. Symptomatisches Aneurysma heißt, wenn das Aneurysma zum Beispiel bei der Untersuchung bei Druck auf den Bauch Schmerzen
auslöst. Oder der Patient plötzlich Bauch- oder auch Rückenschmerzen verspürt. Oder auch, wenn durch Gerinnsel, die sich in dieser Aussackung am Rand ansammeln, wenn diese Gerinnsel durch den Blutstrom in die Beine verschleppt werden und dort noch zu Gefäßverschlüssen führen. Also diese genannten Beschwerden hier, die ich als symptomatisches Aneurysma hier definiert habe, wenn das vorliegt, muss man sagen, halt, es handelt es sich um einen Notfall. Und wenn das auftritt, sollte man unverzüglich die Klinik aufsuchen, wenn man nicht schon dort ist. Man kann das so sich vorstellen, dass offensichtlich in dieser ausgesackten Bauchschlagader gerade irgendetwas passiert. Wahrscheinlich ein Einriss in der Wand oder ähnliches. Also dass diese drei Symptome hier sprechen dafür, dass gerade eine gewisse Dynamik in der Schlagader stattfindet. Kurz mal zum Screening. Es gibt im deutschen Gesundheitssystem für gesetzlich Versicherte eine kostenfreie einmalige Ultraschalluntersuchung für Männer über 65 Jahre, um genau dieses Krankheitsbild herauszufinden, beziehungsweise um zu untersuchen, ob jemand männlich über 65 ein solches Aneurysma hat, ja oder nein. Eine Untersuchung ist kostenfrei. Und wie macht man das? Mittels Ultraschall. Das ist ja eine Untersuchungsmethode, die ja auch in vielen Praxen, Hausarztpraxen vorhanden ist. Also keine besonders komplizierte Untersuchungsmethode, sondern die auch weit verbreitet und verfügbar ist. Hier ist mal dargestellt ein Aneurysma quer im Querschnitt und hier bemessen mit 5 cm. Es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten, wie man das feststellen kann. Eine Computertomographie mit Kontrastmittelgabe, hier zum Beispiel das Helle, ist im Prinzip die durchflossene Schlagader, also der Hohlraum, der durchflossene Hohlraum der Schlagader im Querschnitt. Und wenn Sie genau schauen, sehen Sie außen noch so einen dunklen Rand. Das ist im Prinzip der Außendurchmesser, den ich jetzt gerade umfahre. Das ist der Außendurchmesser der quergeschnittenen Bauchschlagader und das Dunkle sind Gerinnsel, die sich im Prinzip am Rand einmal zirkulär ansammeln. Auf dem rechten Bild sehen Sie jetzt nochmal, das ist natürlich ein Software-Gag, man kann das als 3D natürlich darstellen, das sind dann so ganz spektakuläre Bilder, aber für die genaue Planung und präzise Beurteilung sind diese Schnittbilder eigentlich hilfreicher. Gut, es gibt noch die MRT und auch noch andere Untersuchungen. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Wichtig ist, wie geht man vor, wenn man ein Aneurysma festgestellt hat? Zum Beispiel durch Zufall beim Hausarzt, beim Ultraschall oder auch im Rahmen einer Früherkennungsmaßnahme. Was eigentlich immer beherzigt werden sollte, ist, dass man die Risikofaktoren, die man kennt für die Aneurysmen, dass man die versucht zu reduzieren, was wir vorhin schon erwähnt hätten. Das wäre ein guter Tipp. Blutdruck einstellen macht auch Sinn, wenn es nicht schon geschehen ist. Weil wie gesagt, ein hoher Blutdruck kann natürlich auch ein Platzen einer Bauchschlagader natürlich auch fördern. Wenn zeitgleich Erkrankungen am Gefäßsystem vorliegen, dann sollte man auch sogenannte Fettsenker oder man kennt sie auch als Cholesterinsenker medikamentös dazugeben. Wichtig ist auch, dass man Verwandte ersten Grades untersucht, weil eine gewisse Vererbung nachgewiesen ist. Kleiner Exkurs noch, die Kniekehlenschlagadern sollte man auch untersuchen mit Ultraschall, denn es gibt eine sehr große Koinzidenz zwischen dem Auftreten von Bauchschlagader-Aneurysmen und Kniekehlenschlagader-Aneurysmen. Früher hat man auch die Patienten oft genötigt, sich jetzt eigentlich kaum noch sportlich zu betätigen und sehr, sehr vorsichtig zu sein. Darüber gibt es aber in der allgemeinen Literatur eigentlich keine belegten Daten, sodass man das aktuell eigentlich nicht empfiehlt. Also normaler Freizeitsport ist machbar. Hier ist einmal dargestellt, wie man vorgeht, wenn ein Aortenaneurysma, wir gehen jetzt mal vom Bauch aus, festgestellt wurde und in welchen Abständen man es kontrollieren sollte. Da gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Wir nehmen mal hier den Fall
Man stellt ein Aneurysma fest, was zwischen 3 und unter 4 Zentimetern ist bei der ersten Feststellung. Dann würde man in dem Fall bei Männern erst in 2 Jahren die nächste Kontrolle anstreben, weil man weiß, dass das meistens sehr langsam wächst. Zwischen 4 und 4,9 Zentimetern Durchmesser würde man die Kontrolle 1 Jahr später durchführen. Und bei noch größeren Aneurysmen zum Zeitpunkt der Diagnosestellung würde man engmaschiger kontrollieren. Bei Männern kann man sich merken, dass so die magische Grenze die 5,5 cm ist. Ab da sollte ein Aneurysma behandelt werden. Bei Frauen ist das, weil man weiß, dass sie schneller rupturieren oder früher, sind diese Grenzen etwas anders gewählt. Und deshalb ist auch bei Frauen gilt die 5 cm Marke als magische Grenze, ab der zu behandeln ist. Das sind Erfahrungswerte. Deshalb hat man diese Kontrollabstände so gewählt. Jetzt kommen wir mal zu den Behandlungsmethoden. Es gibt prinzipiell 2 ganz verschiedene Behandlungsmethoden, wie man so ein, wir bleiben mal beim Bauchaortenaneurysma, wie man das versorgt, wenn es eben, sagen wir mal, beim Mann 5,5 cm oder größer ist oder eben symptomatisch ist. Die offen chirurgische Operation, die es ja jetzt seit etwa 70 Jahren gibt oder seit 70 Jahren durchgeführt wird und die seit 25 Jahren etwa durchgeführte endovaskuläre, also Stent-Graft-Versorgung. Also eigentlich 2 völlig verschiedene Herangehensweisen, um das gleiche Krankheitsbild zu versorgen. Ich würde gerne anfangen mit dem offen chirurgischen Vorgehen. Das heißt, dass man unweigerlich die Bauchhöhle eröffnen muss. Das heißt, wir müssen den Bauch aufschneiden und müssen uns bis zur Bauchschlagader vorpräparieren, die, wenn man von vorne kommt, ziemlich weit hinten im Menschen liegt, kurz vor der Wirbelsäule. Ich gehe jetzt mal kurz auf ein Bild zurück, um Ihnen das zeigen zu können, wie das... Ich gehe mal auf dieses Bild zurück. Vielleicht können wir einmal die Nahansicht machen, dann würde ich gerne mal eine Prothese zeigen. Vielen Dank. Dies ist eine Polyesterprothese, die, ich hoffe, dass Sie das sehen können, ich glaube, so kann man es besser sehen. Die hat so einen leichten Stretch-Effekt oder so ein Crimping heißt das, also so ein Ziehharmonika-Effekt. Ist natürlich weich. Und dieses nennt man Rohrprothese, weil es einfach rohrförmig ist. Es gibt es natürlich auch, wenn die Bauchschlagader und auch die Beckenschlagadern auch erweitert sind, auch als sogenannte Pose. Ja? Als, das wäre der Rohrprothesenanteil mit 2 Beinen dran. Das ist natürlich zu lang, das schneidet man sich dann entsprechend zu. Aber Sie sehen auch hier diesen Ziehharmonika-Effekt. So, jetzt würde ich gerne noch mal zu dem Bild 16. Vielen Dank. Wenn Sie sich mal auf dieses hier konzentrieren, dann näht man diese eben gezeigte Prothese hier ran. Also man schneidet erst das Aneurysma auf, näht dann hier oben, wo der Durchmesser noch normal ist, näht dann wirklich mit Nadel und Faden. Zeige ich einmal. Man näht das. Man kann dieses Polyestermaterial sehr schön durchstechen und nähen. Näht es an die Bauchschlagader an. Nochmal zu dem 16. Und näht es dann hier unten an. Im Sinne der Rohrprothese. Oder eben, was ich eben gezeigt habe, als Y-Variante mit den 2 Beinchen würde man es hier annähen. Im Anschluss, wenn das eingenäht ist, das ist natürlich, muss ja blutdicht sein, das merkt man aber auch sofort, wird dann diese Schlagader, die ja dann übrig ist, wird wie ein Sandwich um die eingenähte Prothese herumgelegt als Schutz. Und dann kommt es dazu, dass man eben den, oder dann muss man den Bauch natürlich wieder verschließen. Ist eine große Bauchoperation. Okay, dann können wir nochmal zu dem Dia springen. Moment, gehen wir ein bisschen vor. Wo wir eben waren. Okay. Das ist im Prinzip die offen chirurgische Operation, die im Prinzip, sagen wir mal, bei den Bauchschlagaderaneurysmen möglich ist. Das Begrenzende ist oft die Nierenschlagaderebene,
Aber viele der Aneurysmen beginnen unterhalb der Nierenarterien. In diesem Bild ist es nochmal dargestellt. Das Graue, was Sie hier sehen, ist die Prothese, die wir gerade eingenäht haben, hier mit Nadel und Faden unten und oben angenäht. Und das Rote ist jetzt die überschüssige, ausgesackte Schlagaderwand, die jetzt ja quasi überflüssig ist und die man dann auf die Prothese drauflegt und damit ummantelt. Okay, ich glaube, ein Bild haben wir noch davon. Hier ist mal ein intraoperativer Situs gezeigt. So sieht das dann aus. Hier haben wir mal ein sehr schönes, großes Aneurysma ausgewählt. Das ist bestimmt 10, 12 cm, so wie es aussieht. Ups. Entschuldigung. Und hier rechts kann man erahnen, Sie sehen vielleicht, wenn Sie jetzt ja schon etwas eingedacht sind, Sie sehen hier, dass hier Prothese ist. Wir können das an diesem Ziehharmonika, an dieser Ziehharmonika-Textur vielleicht erkennen. Ist aber vielleicht nicht ganz einfach, wenn man das hier nicht regelmäßig sieht. Gut, das ist die offene Operation. Sicherlich vom Trauma her nicht unerheblich und bei sehr kranken älteren Patienten auch nicht ungefährlich. Die ganz andere Vorgehensweise ist die endovaskuläre Operation, was ich eben schon mal erwähnt hatte. Und zwar muss man den Bauchraum nicht eröffnen, sondern wir kommen über eine Punktion der Leistenschlagadern und bewegen uns im Blutgefäßsystem selbst. Wir kommen von den Leistenschlagadern, ich weiß nicht, ich hoffe, Sie können das erkennen, das ist eine schematische Zeichnung. Hier nochmal die Nierenschlagadern, hier die Bauchschlagader mit normalem Durchmesser, hier mal sehr schematisch gezeichnet die Aussackung, hier wieder ein Stück normale Bauchschlagader und dann rechts und links die beiden Beckenschlagadern. Die Beckenschlagadern gehen ja dann in die Beinschlagadern über und hier ungefähr auf der Höhe wären ja die Leisten zu denken. Das heißt, der Zugangsweg für so eine endovaskuläre Operation zur Platzierung eines Stentgrafts wären die Leistenschlagadern. Das ist der Zufahrtsweg. Über den gelangt man in das Blutgefäßsystem hinein und geht dann quasi rückwärts, also entgegen der Blutstrombahn hier mit Drähten hoch, sodass man im Gefäßsystem ist. Und dann ist das Prinzip dieses Stentgrafts, beruht darauf, dass man eine sogenannte innere Schienung vornimmt. Der Stentgraft, der ins Gefäßsystem von innen eingebracht wird, hier ist er im Prinzip schon drin, hier sieht man den ersten Teil, letztendlich am letzten Bild sieht man, dass das komplett drin ist. Also letztendlich baut man dem Blut eine neue Fahrrinne. Das Blut fließt anschließend nur noch durch den Stent. Die Aussackung ist weiterhin da, aber sie kann im Prinzip nicht mehr es kann nicht mehr platzen, weil auf dieser Aussackung kein Druck mehr herrscht. Das Blut fließt jetzt nur noch durch den Stent, vorausgesetzt, man hat das korrekt gemacht und es dichtet hier oben, hier unten und auch hier unten im Blutgefäßsystem komplett ab. Es darf natürlich kein Blut an dem Stent vorbeigehen. Und das würde ich Ihnen gerne einmal zeigen, so einen Stentgraft. Das ist vielleicht nochmal die Nahansicht. So, glaube ich, so sieht man es besser. Das ist ein Metallgitter. Ich drehe das mal ein bisschen, ich glaube, dann kann man das besser sehen. Ein Metallgitter und auf dieses Metallgitter ist eine Kunststoffummantelung aufgedampft. Also das ist miteinander verbunden. Und es ist auch in Form einer Hose oder eines umgekehrten Ys. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Hose. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kriegt man dieses Konstrukt in den Menschen hinein, ohne dass man ihn eröffnen muss. Es ist immer ein Zweiteiler, so wird es auch geliefert von den Firmen. Und wird erst im Blutgefäßsystem zusammengesetzt, also freigesetzt und dann zusammengesetzt. Und man nennt diesen einen Teil Hauptkörper mit einem langen und einem kurzen Bein. Und das ist das Gegenbein. Diese Stentgrafts werden auf einem sogenannten Trägersystem, das ist jetzt relativ lang,
Das ist das sogenannte Einführsystem. Und hier vorne zum Beispiel auf diesem letzten Stück ist der Stent komplett komprimiert auf unter 0,8 oder unter 1 Zentimeter zusammen gedrückt oder komprimiert. Hier ist der mit beladen, der ist hier drauf. Das heißt, wir können mit diesem, ich zeige es nochmal in der ganzen Länge, mit diesem Einführsystem über Drähte, die wir vorlegen, in die Leistenschlagader, arbeiten uns in die Beckenschlagader vor und gelangen dann in die Bauchschlagader selbst. Und erst wenn wir richtig positioniert sind, was wir mit Kontrastmittelgaben und Röntgenkontrolle natürlich permanent überprüfen müssen, können wir dann durch Freisetzen dieses Stentgrafts den so platzieren, dass er wirklich ganz genau dort liegt, wo wir ihn haben wollen. Und über die zweite Leistenschlagader bringen wir dann das zweite Beinchen ein, sodass man dann im Körper selber die beiden konnektiert. Und erst im Körper natürlich entfaltet, sodass dieser Stentgraft letztendlich so in der Entfaltung in der Bauchschlagader liegt. Jetzt bräuchten wir nochmal die Präsentation. Um das nochmal, was ich Ihnen eben versucht habe zu erklären, nochmal anhand der Schemazeichnung nachzuvollziehen. Hier sind über die beiden Leistenschlagadern zunächst die Drähte vorgelegt, denn wir können das ja nicht blind in den Menschen schieben. Wir brauchen als Führung einen Draht oder mehrere Drähte. So, und hier sieht man schon, dass der Hauptkörper eingebracht ist, also die Hose mit dem langen Bein und einem kurzen Bein. Und dann folgt im Prinzip über die Gegenseite, wird das zweite Bein angedockt, sodass letztendlich der gesamte Stentgraft zur Ausschaltung dieses Aortenaneurysmas in dem Menschen sich verkantet, kann man sagen. Ja, es wird ein bisschen überdimensioniert gewählt. Es wird ja ohnehin so ein Stentgraft, das habe ich nicht erwähnt, aber ist nicht unwichtig, so ein Stentgraft wird ja anhand des individuellen Computertomogramms eines Patienten ausgemessen. Das heißt, es ist natürlich nicht bei jedem Patienten gleich breit, nicht gleich lang. Auch die Beckenschlagadern sind bei jedem geschlängelter, kürzer oder länger. Und es wird für jeden Patienten ein bisschen überdimensioniert. Das ist gewollt und gewünscht, damit der ganze Stentgraft natürlich nicht verrutscht. Das heißt, er verkantet sich ein bisschen im Gefäßsystem. Wir haben natürlich drei Abstützpunkte. Hier oben, hier unten und hier unten. Das heißt, wir haben drei Verankerungszonen, sodass ein Verrutschen des Stents bei richtiger Platzierung sehr selten ist. So kann man es, glaube ich, formulieren. Gut. Das sieht natürlich im OP unspektakulärer aus, weil die Zugangswege ja viel, viel kleiner sind. Es ist natürlich auch ein sehr viel weniger traumatischer Eingriff. Hier sind zum Beispiel nur die Leistenregionen freigelegt oder abgewaschen und dargestellt, weil nur die ja im Prinzip unseren Zugangsweg darstellen. Links ist mal gezeigt, wie man zunächst mit einer Nadel die Leiste punktiert, darüber dann einen Draht. Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können, wenn man es weiß vielleicht. Hier ist der Hüftkopf. Man schiebt dann hier einen Draht vor. Und hier sind mal Bilder während des Einführens des Stentgrafts. Also dieses, was man hier sieht, ist der Stent, der sich aber noch auf diesem Trägersystem befindet. Also das ist jetzt während des Einführens. Hier ist es nochmal ganz schön dargestellt. Das hatten wir ja auch schon anfangs. Wie sich der Stentgraft hier verkantet. Und das Blut darf dann natürlich nur noch durch den Stentgraft fließen. Ganz am Ende einer solchen Stentgraft-Prozedur machen wir natürlich nochmal zur Kontrolle eine Abschlussangiografie, also eine Kontrastmittelgabe und Darstellung der Bauchschlagader mit Kontrastmittel. Und im Idealfall soll das dann so aussehen. Das heißt, Sie sehen das Aneurysma gar nicht mehr, weil das Blut nur noch durch den Stent fließt. Das Aneurysma wäre hier zu denken. Es ist ja noch da, aber es kontrastiert sich nicht, sprich, es kommt auch kein Blut mehr dahin. Und damit ist das Aneurysma ausgeschaltet, wie wir sagen. Das heißt,
Die Gefahr einer Ruptur oder des Platzens ist damit gebannt. Hier ist nochmal eine Spezialität. Man hat natürlich über die letzten 20 Jahre diese Standgrafts immer weiter verfeinert und erweitert. Das ist jetzt mal eine fenestrierte, also eine gefensterte Stentprothese. Das ist eine dreidimensionale Darstellung. Dieses Drahtgeflecht ist der Stent, wenn Sie das erkennen können, mit beiden Beinen. Und dieses jetzt eine spezielle, die hat dort Fenster, wo die Nierenschlagader entspringen. Und hier sind auch noch kleine Stentgrafts dran. Also da gibt es natürlich Verfeinerungen jeglicher Art. Aber das ist jetzt, führt vielleicht in diesem Fall auch zu weit und ist zu speziell. Das Gleiche, ich habe mich natürlich jetzt mal auf die Bauchschlagader fokussiert, aber das Gleiche gibt es natürlich auch an der Brustschlagader. Hier ist nochmal ein Bild, das hatten wir vorhin schon mal gesehen, diese Schemazeichnung der Aortenbogen und dann hier der absteigende Teil der Aorta, dieses spindelförmige Aneurysma der Brustschlagader kann man auch mit einem Stentgraft versorgen, sogar sehr gut. Sogar fast noch einfacher technisch, weil sie brauchen ja keine Hosenform, kein Y, weil sie keine Aufzweigung in diesem Bereich haben. Und hier ist nochmal eine CT-Rekonstruktion dargestellt, nachdem so ein Stentgraft in die Brustschlagader implantiert wurde. Vielleicht können Sie das nachvollziehen. Was man sieht, sind diese Metallgitterchen. Die sind ja so sinusförmig angeordnet. Und von da bis hier reicht der Stent, ja, der sich natürlich auch, weil er auch stauchungsfähig ist, der Kurve der Aorta anpasst. Vielleicht können wir noch einmal den großen Stentgraft für die Brustschlagader in der Großansicht zeigen. Ich zeige Ihnen mal einmal, dass das stauchbar ist und auch biegbar, ohne dass das knickt. Es darf natürlich auch nicht knicken, aber es tut es auch nicht. Das ist aber als man anfing damit vor 25 Jahren, von den Materialien her nicht so gewesen wie heute. Aber das tut es. Und ich kann das auch nochmal für den anderen Stentgraft zeigen. Auch hier, diese Beinchen sind, weil das ja im Menschen auch, wie gesagt, dreidimensional ist. Wir sind ja nicht plan. Auch das ist drehbar, biegbar, ohne dass es knickt und auch stauchbar. Okay. Jetzt nochmal zurück, bitte. Jetzt kommen wir auch langsam schon zum Ende. Hier ist nochmal abgebildet, wie ein moderner, allerdings auch exklusiver Hybrid-OP aussieht. So sieht ein OP-Saal aus, in dem man ausschließlich endovaskulär arbeitet. Natürlich mit einer hochwertigen Röntgenanlage, die vieles kann, was die normalen Röntgenanlagen nicht können und auch nicht können müssen. Man kann es in allen Ebenen drehen. Ja, man hat einen speziellen Carbon-Tisch, man hat große Monitoren und man kann im Prinzip den Patienten hin und her fahren und selber das Röntgengerät bedienen über dieses spezielle Tableau. Kurze Zusammenfassung. Aneurysmen der Bauchschlagader betreffen vor allen Dingen Männer, ungefähr 5-mal häufiger als Frauen, hatten wir gesagt, über 65, vorwiegend Raucher. Dann hatte ich erwähnt, dass es diese Screening-Programme gibt für Männer über 65. Einmaliger Ultraschall ist kostenlos. Die Gefahr besteht vor allem in der Ruptur, also im Platzen oder auch Reißen, wie man es nennen möchte, 80% tödlich verlaufend. Und die magische Grenze kann man sich merken, bei Männern liegt bei 5,5 cm, bei Frauen schon bei 5 cm. Das, denke ich, kann man sich ungefähr merken. Und es gibt verschiedene Methoden, die habe ich Ihnen versucht, eben im Gegenüberstellend mal darzustellen, um diese Aussackung zu operieren bzw. zu versorgen. Wenn Sie betroffen sind oder Freunde, Bekannte, Nachbarn kennen, können wir gerne eine Untersuchung vornehmen oder auch Kontrollen vornehmen. Wir haben eine entsprechende Sprechstunde bei uns und unter dieser Nummer kann man auch Termine vereinbaren. Ich lasse es mal eingeblendet. Ansonsten ist das auch auf unserer Homepage natürlich zu sehen.
Vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wäre jetzt bereit für Fragen, sofern vorhanden. Ich sehe aber keine Frage bislang. Trauen Sie sich ruhig. Vielleicht haben Sie keine Fragen. Da wir ja nicht direkt kommunizieren, kann ich das jetzt nicht abschätzen, aber in unserem Chat trudeln bislang keine Fragen ein. Also bisher sind keine Fragen eingegangen. Ich gehe davon aus, dass Sie vielleicht aktuell dann keine haben. Ich möchte aber nochmal darauf verweisen, dass Sie natürlich bei Fragen jederzeit uns auch über die oben genannte Telefonnummer erreichen können oder natürlich auch per E-Mail, was Sie auf der Homepage ersehen können. Dann verabschiede ich mich. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Alles Gute. Jetzt ist eine Frage eingegangen. Ich lese sie mal vor. Wann kann man diese Operation nicht durchführen? Ich gehe davon aus, dass Sie die Stentgraft-Operation meinen. Sie bieten noch an Alter, Diabetes, Fragezeichen. Wann kann man die Operation mit dem Stentgraft nicht durchführen? Oder meinen Sie vielleicht die offene Operation? Das wäre natürlich eine andere Frage. Wollen Sie das noch mal kurz konkretisieren? Dann antworte ich mal auf die Stent, bezogen auf den Stentgraft. Diese Stentgraft-Implantation, die ich, jetzt hat die endovaskuläre Operation. Gut, die Frage ist, wann kann man diese endovaskuläre Operation, diese Stentgraft-Implantation nicht durchführen? Ein absoluter Hinderungsgrund ist natürlich, wenn die Beckenschlagadern verschlossen sind aus unterschiedlichen Gründen, weil die ja im Prinzip unser Anfahrtsweg sind. Wir müssen ja durch die Beckenschlagadern hindurch, um überhaupt zur Bauchschlagader zu gelangen. Das heißt, wenn unser Zufahrtsweg versperrt ist, wird es schwierig oder gar unmöglich. Zweiter Hinderungsgrund kann sein, dass die Beckenschlagadern zwar durchgängig sind, aber so dünn sind, sagen wir mal unter 6 mm, dass ein Durchkommen nicht möglich ist. Ja. Kurzstreckige Engen kann man zwar aufdehnen, aber wenn langstreckig die Beckenschlagadern einfach zu eng sind, kann das sein, dass diese Methode nicht in Frage kommt. Schwierig wird es auch, wenn am anderen Ende des Problems, also oben unterhalb der Nierenarterien, kein ausreichend langer, wir nennen das Aneurysma, Hals besteht, also keine ausreichend lange Landezone. Denn ich hatte vorhin darauf hingewiesen, dass natürlich am oberen Bereich auch eine
gewisse Verankerung stattfinden muss, damit das dicht abdichtet. Und wenn unterhalb der Nierenschlagadern zu wenig Platz ist, um eine erfolgversprechende Verankerung herzustellen, dann wird diese Methode auch scheitern können. Dann kommen natürlich spezielle Stentgrafts in Frage, auf die ich jetzt eben noch nicht so eingegangen bin, zum Beispiel auf fenestrierte, gefensterte Prothesen. Das sind dann aber auch schon sehr spezielle Stentgrafts. Dieses, was ich vorgestellt habe, nennen wir die sogenannte Standard-Stentgraft beim Bauchaortenaneurysma. Das sind eigentlich die zwei Hauptgründe. Es gibt noch einen Grund, der ist jetzt nicht anatomisch bedingt. Wenn jemand eine Kontrastmittelallergie hat, kann man das nur schwer durchführen, ohne eine allergische Reaktion in Kauf zu nehmen. Das kann man bei einigen Patienten medikamentös unterdrücken und das somit umgehen, aber nicht bei jedem. Ja. Ich weiß nicht, ist Ihre Frage damit ausreichend beantwortet? Sie hatten noch geschrieben, Alter, Diabetes. Alter ist an sich per se gar kein Hinderungsgrund und Diabetes ist auch kein Hinderungsgrund. Ich sehe noch eine Frage. Aorta Ascendens, schreibt ein Zuhörer, per CT Querdurchmesser, er gibt offensichtlich ein Beispiel, per CT Querdurchmesser 4,4 cm. Alter 68 Jahre, 1,90 groß, 90 Kilo, zufällig in der Woche festgestellt bei Rippenfraktur. Keine Beschwerden, wann Kontrolle? Also offensichtlich gibt es in dem aufsteigenden Anteil der Brustschlagader eine Erweiterung. Ich denke, es ist eine Beschreibung eines Falles. Durch Zufall festgestellt. Bei Rippenbrüchen hat man durch Zufall ein CT oder aufgrund dessen ein CT gemacht und unter anderem festgestellt, dass die Aorta Ascendens, das ist der Teil, der vor dem Aortenbogen liegt, wenn Sie sich vielleicht erinnern an die Schemazeichnung, vielleicht können wir die nochmal zeigen. Eines der ersten Dias oder Bilder, ziemlich weit vorne. Ich klicke mal ein bisschen weiter, ich finde das, glaube ich. Hier. Aorta Ascendens, also das ist der aufsteigende Teil der Aorta. In diesem Teil ist eine Erweiterung von 4 cm festgestellt. Dieser Teil ist letztendlich die Domäne bei operativen und auch Stentgraft-Interventionen der herzchirurgischen Kollegen, weil herznah. Aber 4 cm an sich oder 4,4 ist erweitert, ist nicht normal in der Tat, ist aber noch nicht bedenklich. Meines Erachtens 6 Monate würde ich kontrollieren bei einem 68-jährigen Mann. Ja. Wir können wieder zurück oder wir können auch so bleiben. Gut, ich glaube, es sind keine Fragen mehr hier angekommen. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.